Tachchen allerseits beim Freunde fürs Leben Bartalk. Wir kommen jetzt zum Assoziationsspiel und bei mir ist Oliver Kuletzki, der sich diesem stellt. Ja. Du kriegst Begriffe, sagst einfach spontan, was dir dazu einfällt. Gleich der erste. Glück. Es braucht man ab und zu, habe ich, glaube ich, gehabt. Ist echt eine tolle Sache, so Glück. Weinen. Tun auch Männer. Ist ganz wichtig, dass man das ab und zu macht. Liebeskummer. Habe ich in meinem Leben des Öfteren mal gehabt. Auch schon ganz, ganz, ganz schlimmen Liebeskummer. Ging aber irgendwie dann doch wieder weiter. Freunde fürs Leben. Gute Einrichtung braucht man heutzutage mehr denn je. Geld? Habe ich mein Leben lang nie gehabt. Inzwischen kann ich Gott sei Dank von der Musik leben. Gibt einem viele Freiheiten, ist aber nicht das Wichtigste im Leben. Zeit? Ist tatsächlich noch wichtiger als Geld. Habe ich in meinem Leben früher ganz viel gehabt und habe ich jetzt nicht mehr so viel, weil ich so viel zu tun habe. Zeit ist was unglaublich Kostbares, das merke ich jetzt in den letzten Jahren total. Dadurch, dass ich so viel zu tun habe, muss ich gucken, dass ich damit gut umgehe. Ich bin jetzt verheiratet seit 2 Jahren, habe einen Hund und merke jetzt immer wieder, dass man das genau ähnlich wie eigentlich Geld, dass man das irgendwie aufteilen muss, dass alle glücklich sind, dass meine Firma ein Stück Zeit abbekommt, dass, aber auch vor allem natürlich die Familie, Verwandte, man muss Freundschaften pflegen. Zeit war ein kostbares Gut, was man gut und fair aufteilen sollte. Authentizität? Muss man heutzutage tatsächlich unterscheiden. Nachdem die Musik- und Fernsehindustrie ja spitz bekommen hat, dass Authentizität der Schlüssel zu manchem kommerziellen Erfolg ist, setzen ja diese ganzen DSDS und anderen Formate, erzeugen so eine, wollen so eine gekünstelte Authentizität erzeugen, um das Vertrauen der Konsumenten zu gewinnen. Das ist sehr schade. Ich war einfach immer nur der, der ich war und der ich heute nur bin. Ich brauche da nichts vorzuspielen. Das ist eine unglaublich wichtige Sache. Und gerade heute, wo die Werbung einem so viel vorgaukelt, ist das halt umso wichtiger. Schönster Moment meines Lebens? Das ist echt schwer zu sagen. Da gab es noch einige. Also, es gibt natürlich nur den einen schönsten. Auf jeden Fall, als ich geheiratet habe oder als ich meine Frau kennengelernt habe, das waren schöne Momente. Es gab einen Moment, wo mein Vater zum ersten Mal gesagt hat, dass er stolz auf mich war. Das hat sich ziemlich eingebrannt in meine Lebensgeschichte. Das für mich persönlich, wenn ich rückblicke, ist das wahrscheinlich der schönste Moment in meinem Leben. Ja. Wie alt warst du da? Da war ich 20 Jahre und das war, als ich meine Bankkaufmann-Ausbildung bestanden habe. Oh, also ich ein bisschen Zeit gelassen und auch einen krassen Moment dafür ausgesucht. Aber immerhin, er hat es gesagt. Yeah, thanks. Alkohol und Drogen? Ich trinke ganz gerne Alkohol. Ich bin ja ein Typ, der auch gern ausgeht. Schon immer. Ich bin immer, schon bevor ich als berühmter DJ wurde, bin ich immer schon gerne ausgegangen. Ich glaube, Alkohol und Drogen, solange man das nicht übertreibt, ne? Es ist so wie mit allen Sachen, die Dosis ist das Maß aller Dinge. Und die jungen Leute müssen gucken, was sie machen. Aber ich bin immer der Meinung, solange man alles in Maßen macht, ist alles okay. Rettungsring?
Meine Frau. Und? Nicht weit davon entfernt bei der Antwort. Gefühle. Gefühle sind wichtig. Ich drücke schon mein Leben lang meine Gefühle durch Musik aus. Ich habe so ein bisschen aus meiner Familie, meinem Vater, dass man nicht so richtig gut über Gefühle sprechen kann. Das hat sich ein bisschen gebessert, auch dadurch, dass ich meine Frau, die ja Psychologin ist, kennengelernt habe. Und die hat mir da auch ein bisschen geholfen. Und deswegen kann ich inzwischen auch ganz gerne mal über Gefühle sprechen. Sehr schön, danke. Dankeschön.